Hallo ihr Lieben, ich bin Jenny und ich war in Südamerika unterwegs und habe auch ein Buch darüber geschrieben, nämlich die Reisedepeschen aus Bolivien und Peru. Und in den nächsten Tagen möchte ich euch teilhaben lassen in dieser Reise, euch sozusagen mitnehmen. Ich werde euch immer wieder etwas erzählen, auch kleinere Textpassagen vorlesen und ganz viele Fotos zeigen. Manchmal ist vielleicht auch ein kleines Video dazwischen. Das werdet ihr dann ja selbst herausfinden oder sehen. Ich war also 3,5 Monate unterwegs insgesamt und wollte ursprünglich bei einem Reiseveranstalter für Individualtouristen ein Praktikum machen in La Paz. Es kam dann aber natürlich alles ganz anders. Ich habe nämlich am Flughafen einen Produzenten einer italienischen Dokumentationsserie kennengelernt und der hat mich dann nach ein paar Wochen gefragt, ob ich mich nicht seinem Team anschließen möchte. Und das habe ich selbstverständlich getan. Und mit diesem Produktionsteam bin ich dann durch Teile Boliviens gereist und aber auch durch komplett Peru. Dann finde ich es am Anfang vielleicht einmal kurz wichtig zu sagen, was für eine Bedeutung Reisen für mich eigentlich hat. Oder vielleicht kennt ihr das selbst. Reisen heißt ja nicht immer für jeden Menschen das Gleiche. Für mich bedeutet das hauptsächlich, neue Menschen kennenzulernen, eine neue Kultur zu erleben und die Gesamtheit eines Ortes auch zu erfahren. Also nicht nur die Highlights oder die schönen Dinge, sondern besonders auch die Momente zu erleben, die einen bewegen, die vielleicht seine eigene Weltsicht verändern, die Perspektiven verschieben können. Und ja, das ist mir besonders wichtig. Deswegen ist das hier jetzt auch nicht immer nur ein reines Wohlfühlbuch. Es gibt natürlich auch sehr viele, sehr schöne Momente, aber es gibt auch auf dieser Reise viele Momente, die mich sehr bewegt haben, die auch Geschichten, bei denen es mir wirklich wichtig war, sie zu erzählen, sie aufzuschreiben, sie zu teilen. Ich bin in La Paz angekommen und durfte dort diese Stadt erstmal ein paar Wochen erleben und hatte durch das Praktikum auch schnell Anbindung zu verschiedenen Menschen und eine besondere Begegnung, die mir in Erinnerung geblieben ist, die möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Am 12. April wird in Bolivien der Kindertag gefeiert. Marco besitzt eine Eisdiele in La Paz und möchte heute seinen kleinen Gästen ein Eis ausgeben. Ich lernte ihn während meines Praktikums bei dem Reiseveranstalter kennen und darf ihn nun bei seiner Arbeit unterstützen. Doch ich bin verwundert. Die Eisdiele im exklusiven Wohn- und Geschäftsviertel Calacoto bleibt leer. Elegante Menschen flanieren auf dem Gehweg vorüber. Die Straßen sind sauber. Das Viertel ist ruhig. Es ist Sonntag. Die Enttäuschung in Marcos Augen verwandelt sich in Tatendrang, als er verkündet: Wir müssen hier raus, wir müssen nach El Alto auf die Straße und dort unser Eis verteilen. El Alto und La Paz sind heute Zwillingsstädte, getrennt durch die Höhe. Noch bis 1985 gehörten sie zusammen. Obwohl wir nur wenige Kilometer fahren, verlassen wir die vornehme, glitzernde, warme Welt der Leuchtreklamen, modernen Bürogebäude und internationalen Restaurants und betreten, 1000 Meter über dem Viertel Calacoto, eine kalte Welt, die gegensätzlicher kaum sein könnte. Wir sind in El Alto angekommen, auf 4200 Höhenmetern. Ein aufdringlicher Wind fegt durch die kargen Straßen. Bäume und Büsche können auf dieser Höhe kaum noch gedeihen. Das Grün ist verschwunden. Fragile Backsteinhäuser, marode Mauern und Wellblechzäune drängen sich aneinander. Die Straßen sind stark belebt. Menschen in dicken Pullis und Decken verkaufen ihre Waren auf dem Gehweg. Ich erlebe eine seltsame, umgekehrte Hierarchie. Die Armen leben oben, auf der Hochebene, dem Altiplano, und sind dem Wetter ausgeliefert. El Alto ist eine Stadt mit vielen Elendsvierteln, die hauptsächlich von indigenen Bevölkerungsteilen bewohnt werden. Die Reichen dagegen schmausen unten in La Paz, dort, wo man besser atmen kann, wo das Leben leichter fällt und das Wetter gnädiger ist. Marco stellt seinen Eisbehälter auf dem unbefestigten Bürgersteig ab und blickt sich um. Neben ihm verkaufen Frauen gebrauchte Kleidung, selbstgebackene Leckereien, Elektroartikel. Zaghaft hockt sich Marco vor sein Eis, formt eine Kugel und drückt sie in die Waffel. Er streckt sie einem kleinen Mädchen entgegen, das eingekuschelt im bunten Tragetuch auf dem Rücken der jungen Mutter sitzt.
Ein kleines Händchen erscheint aus der schützenden Wärme des Tuchs und umklammert stolz die große Eiswaffel. Der erste Schritt ist getan. Langsam kommen auch andere Kinder hinzu und strahlen trotz der Kälte über ihr Eis in der Hand. Vorsichtig fügen wir uns ins Straßenbild ein. Wir sind nicht länger nur Beobachter, sondern Teilnehmer, wenn auch nur für einen Nachmittag. An der gegenüberliegenden Straßenseite sehen wir zwei Jungen, die Besen verkaufen wollen. Sie schauen neugierig zu uns herüber. Wir winken ihnen zu, sie sollen herkommen. Als sie vor uns stehen, klammern sie sich an ihre Besenstiele und fragen, ob sie denn Kinder seien, ob sie das Recht auf ein Eis hätten am Kindertag. Und ich begreife, dass das Leben an diesem Ort nicht in Abschnitte unterteilt wird. Es gibt keine Kinder, keine Jugendlichen und keine Erwachsenen. Es gibt keinen Montag, keinen Dienstag und keinen Sonntag. Es gibt nur Menschen, die überleben wollen, die für ihre Angehörigen, für sich selbst, für jene, die sie lieben, arbeiten gehen. Und das an jedem einzelnen Tag in der Woche. Ich begreife plötzlich, dass Kindheit ein sozialer und kein biologischer Begriff ist. Und dass dies der Grund dafür ist, warum diese zwei Jungen, die 9 und 13 Jahre alt sind und als eigenständige Straßenverkäufer Geld verdienen, nicht wissen, ob sie ein Eis bekommen oder nicht. Denn die Gesellschaft hier hat ihre eigenen Regeln, ihre eigene Sozialität. Ich erfahre, dass Bolivien das einzige Land der Welt ist, in dem Kinderarbeit legal ist, dass die Kinder es selbst eingefordert, sogar einen Gesetzesentwurf vorgelegt haben, der ihre Arbeit legalisiert und sie gleichzeitig vor Ausbeutung schützen soll. Ich erlebe auf den Straßen El Altos, wie meine westlich geprägte Weltsicht, nach der Kinderarbeit grundsätzlich verboten sein sollte, ins Wanken gerät. Wie nur kann ich aus meinem privilegierten Leben heraus beurteilen, was richtig ist und was nicht? Und wie kann ich mich gegen Kinderarbeit aussprechen, ohne eine Alternative, eine Perspektive für die Kinder und ihre Familien anzubieten? Das Eis ist fast verteilt. Auf einem Markt, nur wenige Meter von uns entfernt, sehe ich zwei Mädchen, die als Fleischverkäuferinnen arbeiten. Ihre Ware stinkt, trotz der Kälte. Ich bringe ihnen zwei Waffeln mit leuchtend türkisfarbenen Kugeln. Es ist die gleiche Farbe wie die ihrer mit Blut und Fleischresten beschmutzten Arbeitskittel. Ich beobachte, wie sie sich über ihr Eis, diese Kleinigkeit in ihrem Alltag freuen, wie sie sich umarmen, gemeinsam lachen. Das ist eine Geschichte. Ich sage ja in meinem Vorwort einmal, dass mich manchmal kleine Momente wirklich oder für mich wirklich groß werden und große Momente manchmal achtlos an mir vorübergehen. Und das war definitiv ein Moment, der sich im Alltag abgespielt hat und trotzdem sehr groß wurde, weil er mich einfach so sehr berührt hat und weil ich dachte, wenn mich jetzt jemand in Deutschland gefragt hätte, ob ich gegen Kinderarbeit bin, dann hätte ich natürlich sofort gesagt, ja natürlich, also klar bin ich gegen Kinderarbeit. Und dort ist es dann wirklich nochmal ein ganz anderes Thema, vor allem auch, wenn man hört, dass die Kinder es tatsächlich sogar selbst so wollten oder für dieses Recht, arbeiten gehen zu dürfen, gekämpft haben. Ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr auch schon mal so Begegnungen oder Erfahrungen, die euch so stark zum Nachdenken gebracht haben, dass ihr da das Gefühl hättet, man muss einiges nochmal überdenken. Ja, ich möchte euch nochmal etwas über La Paz auch erzählen oder wie diese Stadt auf mich gewirkt hat. Ich habe das Gefühl, dass La Paz eine Stadt ist, die sehr stark polarisiert. Viele Menschen finden die entweder ganz, ganz furchtbar oder doch auch schön. Mich hat sie vor allem fasziniert und auch beeindruckt. Einmal wegen dem Illimani, diesem Berg, der einfach permanent da ist. Ich hatte auch ein tolles Zimmer oder hatte Glück mit meiner WG, wobei ich das gar nicht so genau weiß. Vielleicht hat jede WG oder jedes Haus eine oder ja viele Häuser so eine beeindruckende Aussicht. Ich konnte aus meinem Zimmerfenster den Berg immer sehen. Ja, und das fand ich schon ganz besonders, vor allem, weil dieser Berg auch permanent dann so rot-golden glitzert, wenn die Sonne untergeht oder im Nebel verschwindet und dann doch wieder auftaucht. Also es ist schon ein Ort, den ich ganz häufig beobachtet habe. Gleichzeitig ist die Stadt natürlich sehr
arm an Natur. Es gibt nicht viel Grün, nicht viele Pflanzen, was natürlich auch an der Höhe liegt. Und diese Stadt hat aber trotzdem oder für mich eine besondere Atmosphäre. Ich beschreibe einmal auch, wie ich einen Friedhof besuche. Das mache ich eigentlich nicht so häufig oder eigentlich so gut wie nie. Und das erste Mal in meinem Leben in Südamerika bin ich eben in La Paz auf einem Friedhof und auch der hat mich ganz besonders beeindruckt. Ich hatte das Gefühl, die Atmosphäre dort ist friedlich, aber teilweise sogar fröhlich. Es wird Musik dort gespielt, Menschen können picknicken. Es ist nicht so ein dunkler Ort, wie ich ihn in Deutschland wahrnehme. Und es gibt natürlich auch noch ganz viele andere seltsame, skurrile Plätze, die mich fasziniert haben. Zum Beispiel die Gefängnisstadt San Pedro. Dort ist es so, dass die Häftlinge in einem Viertel leben, was eingerahmt ist von einer riesigen Mauer. Und es gibt in diesem ganzen Viertel, in dem wirklich nur Häftlinge sind, nicht einen Wächter. Die Wächter sind also draußen. Ja, und die Häftlinge werden im Prinzip ihrem Schicksal überlassen. Das ist auch irgendwie eine ganz komische Vorstellung. Ja, dann gibt es noch den Hexenmarkt, den berühmt-berüchtigten. Da hängen wirklich Lamaföten von der Decke. Die haben in der Tradition dort oder eine lange Tradition, weil die Menschen nämlich diese Föten einmauern oder in ihr Fundament packen, wenn sie ein Haus bauen, zu Ehren Pachamamas, also Mutter Erde. Und es gibt eine Vielzahl an Zaubertränken, Heilkräutern, ja, alles Mögliche, was man da eigentlich kaufen kann. Also wenn man irgendein Leiden hat oder irgendeinen Wunsch oder was auch immer, dann kann man da hingehen und sagen, so, das und das hätte ich gerne oder gegen die und die Beschwerden würde ich gerne etwas kaufen und irgendetwas wird einem dann angeboten. Ich persönlich würde jedem empfehlen, diese Stadt ein paar Tage mitzunehmen, wenigstens sie auf sich wirken zu lassen und ich finde, es gibt auch wirklich viel dort zu sehen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.